Hallo liebe Outdoor-Enthusiasten, wir sind mal wieder unterwegs. Heute ist Samstag, der 6. August 2022. Das Wetter ist schön, es ist sonnig, teilweise bewölkt, es ist nicht zu warm. Es sollen heute nur 23 Grad werden. 23. Oder so. Also angenehm. Wir waren gestern auch Radfahren, wir waren auch die ganze Woche laufen. Außer an dem Tag, als wir 36 Grad hatten. Und es schwül war. Das war furchtbar. Naja, ist ja auch egal. Wir wollten heute wieder eine Fahrradtour machen, eine etwas längere. Wir waren ja letztens mit euch, waren wir ja in Wuppertal und sind dann nach Bochum gefahren über die Nordbahntrasse und so. Heute wollen wir wieder über Trassen fahren, aber diesmal ins nördliche Ruhrgebiet, nach Henrichenburg, das ist unser erstes Ziel, das Schiffshebelwerk. Ich werde hier gerade von einer verkackten Vespa angegriffen. Das darf schon nicht werden. So, ich bin immer panisch. Ja, ne? Du brauchst keine Panik. Ich weiß, dass ich keine. Die eiert hier rum, immer noch. Die eiert hier immer noch rum. Okay, schon das erste Highlight. Herbert kriegt eine Panikattacke, weil hier so eine Wespe rumfeiert. Verkackte Wespe, die mir jetzt wahrscheinlich gut das. Ist egal. Ich bin mutig. Ist weg. Ja, das erste Ziel, Schiffshebelwerk in Henrichenburg. Dann wollten wir am Rhein-Herne-Kanal Richtung Herne, Gelsenkirchen. Dort dann auf die Erzbahntrasse. Und ja, das sollte eine schöne Reise werden. Wir hoffen, dass da nicht so viele Leute unterwegs sind. Obwohl, es ist Samstag, ne? Es ist also, Samstag. Aber es ist ja. Beste Bedingung. Ist ja auch in Ordnung. Da werden wir uns dann da einreihen. Vielleicht kann man ein paar schöne Aufnahmen am Schiffshebelwerk machen. Hauptsache sind nicht so viele Wespen da. Ja, genau. Dann filmst du und ich fahre einfach weiter. Genau. Ja, wir hoffen, euch geht's noch gut und begleitet uns auf einer weiteren schönen Reise durch unser schönes Ruhrgebiet. Ich werde das jetzt nicht mehr neu schneiden. Nein. Das lasse ich jetzt so. Entschuldigt bitte mein Durcheinander sein. Bis gleich. Nach 10 Kilometern sind wir jetzt hier an der ehemaligen Zeche Lothring angekommen. Wir sind über den Springorum-Radweg von unserem Ausgangspunkt gefahren und dann ungefähr 8 Kilometer die Lothring-Trasse. Die ist nicht so besonders lang, aber toll. Aber total super asphaltiert, hatten wir schon mal in einem anderen Video gesagt. Also da rollt sich's wirklich wie von selbst. Ja, und jetzt hier hinter mir seht ihr das die Maschinenförderhalle oder Fördermaschinenhalle von der Zeche, die 1967 stillgelegt wurde. Hier sind noch mehrere andere Gebäude. Ja. Hinter mir ist der Kulturrat drin. Da vorne gibt es so ein Kulturzentrum und hier gibt es auch Einkaufsmöglichkeiten. Hier hat man so einen kleinen Gewerbepark gemacht, aber es ist sehr schön, dass hier die alten Häuser noch erhalten wurden und einer neuen Bestimmung zugeführt wurden. Jetzt fahren wir sind Richtung Bochum-Gärte. Ne? Das genau. Stadtzentrum von Bochum-Gärte ist Steinwurf weit weg. Genau. Jetzt fahren wir? Ja, nächstes Ziel ist dann das Schiffshebelwerk in Henrichenburg. Alles klar, über welche Trasse? Da ist, glaube ich, gar keine Trasse. Wir fahren jetzt Castrop-Rauxel und dann, glaube ich, Komoot hat diese Tour geplant, befürchte ich, dass wir über die B235 müssen. Wenn da ein Radweg ist, ist ja egal. Da ist ein Radweg, sonst hätte Komoot das hoffentlich nicht geplant. Alles klar. Ja. Dann schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen.
Nach 20 Kilometern sind wir jetzt hier am Rathaus in Castrop-Rauxel angekommen. Hier ist das Rathaus, hier ist auch die Europahalle, so eine Veranstaltungshalle. Ja, das Ganze sieht ziemlich, so vom Nahen, ziemlich marode aus. Aber so von Weitem ist das schon ziemlich beeindruckend, das ganze Ensemble hier. Wir mögen das eigentlich. Wir sind ja Anhänger des Brutalismus. Und neben der Ruhr-Universität in Bochum ist das Rathaus hier in Castrop eigentlich sehr beeindruckend. Vor allem dann so am Wochenende ist hier auch überhaupt nichts los. Es sei denn, es ist eine Veranstaltung. Manchmal sind hier auch große Hochzeiten. Haben wir alles schon erlebt. Ja, jetzt sind wir ja gerade durch die Altstadt von Castrop-Rauxel und den äußeren Ring von Castrop-Rauxel tatsächlich auf der B235 gefahren. Bis jetzt war immer ein Radweg da, aber es war schon ganz schön aufregend. Dann wollen wir mal schauen, das sind jetzt noch ein paar Meter bis zum Schiffshebewerk, wie wir da geführt werden. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Kilometer 32. Wir sind jetzt hier auf der König-Ludwig-Trasse gelandet. Die fängt hier in Sudawig. Ist das Sudawig? Das ist Sudawig. Sudawig an. Und wir machen jetzt gleich einen kleinen Abstecher nach Sudawig rein und gucken mal. Da soll noch einiges Sehenswertes sein. Hier auf den Schildern steht es geschrieben. Und das ist eben das Schöne auch an den Trassen, dass abseits dann immer wieder so kleine Links sozusagen gibt, wo man hinfahren kann und sich was anschauen kann. Die König-Ludwig-Trasse ist total schön ausgebaut. Die ist noch gar nicht so alt, nehme ich mal an. Haben wir im letzten Video oder davor, irgendeinem anderen Video waren wir ja auch schon mal, also hier, da haben wir das erzählt. Ne? Ja, wir haben die auf jeden Fall erst jetzt dieses Jahr sozusagen für uns entdeckt und wir waren froh, dass wir die in unsere Tour jetzt einbauen konnten. Genau. Sagst du noch mal am Schiffshebewerk, dass da so viel Tralafitti war? Oh, am Schiffshebewerk war fürchterlich, wie immer. Da ist ja Tralafitti und Rumtata. Da, man kann auch keine schönen Aufnahmen machen, deswegen gibt es da wohl nur ein Foto davon, weil das LWL-Museum, das Häuschen und alles so nah beieinander gebaut ist. Außerdem ist drumherum eigentlich wunderschön. Dahinter ist ein kleiner Hafen. Daneben sind so kleine Häuschen, auch schöne alte, aus so Bruchstein. Aber du kommst halt nirgendwo ein bisschen weiter weg, dass man dieses imposante Bauwerk so richtig schön filmen kann. Ja. Man müsste dann da reingehen. Da müsste man jetzt Eintritt bezahlen. Vor ein paar Jahren hätten wir noch die Museumscard gehabt, die haben wir aber jetzt nicht mehr. Und für so einen kurzen Trip da, und wie gesagt, da drin ist immer voll, da ist immer was los. Da kriegt man auch, muss man die Leute da wegpixeln. Nee, macht keinen Spaß mit dem Film da. Deswegen, aber zum Hinfahren und Anschauen und auch mal zur Besichtigung ist das auf jeden Fall ein schönes Ziel. Kann man machen. Nur wir wollen ja Radfahren. Ja, und deswegen geht's jetzt auch weiter. Genau.
Nach 52 Kilometern sind wir auf der Halde Hoppenbruch in Herten. Und ja, war ziemlich abenteuerlich hier hochzukommen, weil es hier auch so Strecken für Mountainbiker gibt. Das ist nicht so besonders ausgeschildert. Also nicht gut auch für die Mountainbiker, ja, aber da wollten wir nicht unbedingt herfahren. Die schossen hier die Abhänge herunter. Wahnsinn, Hut ab, muss ich da sagen. Aber war jetzt nicht so für uns. Die Halde Hoppenbruch, ich habe keine Ahnung, wie hoch die ist, ist auf jeden Fall die kleine Schwester der Halde Hohe Wart, die ihr hinter mir sehen könnt mit dem Observatorium. Ja, dann hinter mir müsste Herne sein, also müsste nicht nur, sondern da ist Herne. Und da kann man die Granger Kirmes sehen, die im Augenblick läuft. Gestern haben wir noch eine Dokumentation über die Granger Kirmes in Herne im WDR gesehen. Ja, und heute sehen wir sie von oben. Ich nehme an, dass die Osmo das nicht so schön einfangen kann. Also ich sehe auf jeden Fall hier das Riesenrad und noch so eine andere Fahrattraktion. Gut, hinter mir so ein gigantisches Windrad. Habe ich ja gerade schon gefilmt. Jo, hier hat man natürlich eine fantastische Aussicht über das Ruhrgebiet. In die Richtung, wie gesagt, ist Herne, Bochum, Recklinghausen Süd. In die Richtung müsste ich jetzt jeweils zu den Schildern gehen, habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, das wollten wir nur mal berichten. Wo die Petra ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, die macht da hinten Fotos. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bald wieder. Kilometer sind wir insgesamt gefahren. Wir sind jetzt wieder in unserer Homezone angekommen. Ja, nach der Halde Hoppenbruch sind wir noch an der Emscher entlang gefahren. Einen neuen Weg, den kannten wir auch noch nicht. Das war da so aufgeschüttet, sah aus wie auf dem Deich, also richtig schön. Und dann am Hafen in Recklinghausen. Stadthafen vorbei. Nee, genau. Da waren wir, glaube ich, vorher, bevor wir in Hoppenbruch waren, waren nee. Wir im Stadthafen. Ja. Dann waren wir schon gar nicht mehr in Herne an Yachthafen. Herne Yachthafen, genau. Dann Richtung Gelsenkirchen. Und da unten ist ja noch, also in der Nähe der Zoom-Erlebniswelt, so eine Hängebrücke, wie sie auch im Westpark ist, über die wir gerade noch gefahren sind. Und da sind wir dann abgebogen und auf die Erzbahntrasse. Genau. Ja, was soll man dazu sagen? Die Tour war insgesamt sehr schön. Da waren ein paar Strecken bei. Ja, die brauchst du nicht nochmal. Die brauchst du nicht nochmal fahren. Also schon an Hauptstraße entlang und auch da hinten, da fand ich die gruselig. Also, ja, da wo die ganzen LKWs standen. Ah, ja, vor da, der Halde Hohe Wart. Den Radweg genau. Verpasst. Der lief parallel zu so einem Weg, wo
gefühlt 15.000 LKWs und LKW-Anhänger standen. Genau, und das war fürchterlich. Und da war so eine ganz schmale Spur und hinter uns die Autos, bis wir da den Radweg gefunden hatten. Das war ein bisschen doof. Wenn man sich da auskennt, ist das bestimmt eine schöne Strecke. Da kann man dann parallel zu dieser Straße fahren. Aber insgesamt hat es uns wie immer Spaß gemacht. Ja. Das Wetter hat sich super gehalten. Ja, war nicht zu warm, nicht zu kalt. Man hätte auch wandern gehen können, hätte man es gewusst. Ja. Naja. War auch nicht schwül heute. Nee, ist okay. War Bombe. Ja. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, ist ja wahrscheinlich schon wieder Anfang der Woche. Jo. Bleibt gesund, alles wird gut. Eure Petra und Herbert von Wandern im Ruhrgebiet. Tschüss. Tschüss.